Online Radio Dion am Sonntag, wie immer jetzt zur gewohnten Zeit, wieder mit Fußball. Wir sind in der Kreisliga. Das nächste Aufsteigerduell in Ederen am Ortsausgang zwischen dem SC Ederen und SG Novenich Hochkirchen. Hochinteressantes Spiel. 90 Minuten Fußball pur von beiden Seiten. Sie haben sich nichts geschenkt. Dementsprechend noch zur Halbzeit torlos. Die Zuschauer waren überrascht, aber in der zweiten Halbzeit fielen 3 Tore. Für wen mehr dazu mit dem Trainer Georg Rothkranz. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Jochen. Herr Rothkranz, heute war der Tag der Aufsteigerduelle. Der Kurdistan und Renania Lohn in Düren trennen sich 3:3. Die beiden Top-Favoriten der Liga, man spricht davon. Und Lohn war noch nicht in der Top-Besetzung. Die belgischen Akteure hatten noch keine Spielberechtigung. Aber 6 Tore in einem Aufsteigerduell war schon hochinteressant. Heute bei Ihnen fielen 3 Tore. Wer ist denn als Sieger vom Platz gegangen? Ja, ich sag mal leider 2:1 für Novenich Hochkirchen. Ja, das war natürlich in Abseits, die erste Halbzeit haben wir wirklich Druck gemacht, waren die klar bessere Mannschaft, hatten Chancen, haben aber nicht zu Ende oder konsequent im 16er, wo man abziehen hätte müssen, ist ja nicht passiert, hatten Chancen leider nicht gemacht und gehen dann in der Halbzeitpause, wo du eigentlich sagst, musst du eigentlich in Führung gehen. Ja, und dann habe ich den Jungs nochmal gesagt, in der Halbzeitpause weiter Gas geben. Und dann hat der Jens Engert, der hinten zentral eine super Partie gemacht hat, für mich, ich denke mal, auch beste Mann am Platz. Der hat da ein Solo gestartet, quer über den Platz und hat eine Flanke reingebracht und dann auf dem Patrick Kämmerling, der ein Spiel und das Ding schön in die Ecke oben rein. Ja, dann war die Welt noch in Ordnung und da war dann, ja, ich denke mal so 8 Minuten oder 10 Minuten gefühlt dazwischen. Torwart hat den Ball, will den Abwehrspieler anwerfen, der reagiert aber nicht richtig. Ja, und dann laufen die Nerven hier zwischen, machen dann 1-1, also total unglückliches Gegentor. Und ja, dann war dann ein bisschen momentan verunsichert. Ja, und dann hatten wir circa, ich sag mal die 80. Minute war das dann, kriegt man nochmal so ein Gegenkonter. Und für mich auch, was alle auch gesehen haben, also der könnte der Schiri schlecht sehen, ein klares Handspiel, der Spieler nimmt da mit, der Percy, und schießt dann ein Tor dementsprechend rein. Und da war natürlich alles ein bisschen unglücklich. Wenn du jetzt den Spielverlauf siehst, ist die Niederlage, ja, ich sag mal, denkbar absolut, ja, verdient. Wir hätten einen Punkt verdient, ja, mindestens, wenn nicht sogar an sich, aber so ist Fußball. Und in der Liga, habe ich den Jungs auch gesagt, wir sind angekommen, da werden Kleinigkeiten, werden da bestraft. Und das hat man dann heute gemerkt, aber letztendlich, es war ein gutes Spiel. Kann den Jungs keinen Vorwurf machen, aber es war ein bisschen unglücklich. So. Ja, nach 60 Minuten haben sie ausgewechselt im 10er-Rhythmus, zweimal zwischen der 60. und 70. Minute. Sie haben den Schiedsrichter angesprochen, wir haben so heute bei dem Topspiel in Düren gesehen, kein komplettes Gespann mehr, nur ein Schiedsrichter. Bei Ihnen genauso, ja. Ohne Linienrichter, ist natürlich für eine Kreisliga Arschmann enttäuschend und der Schiedsrichter alleine steht auf weiter Flur. Nein, ich mach den Schiedsrichter keinen Vorwurf. Also ich denke mal, so wie der gestanden hat, der war in der Mitte und das war so schräg versetzt, es waren dann 2 Spieler dazwischen. Ein Linienrichter hätte es garantiert gesehen, wo ihr sagt, war ein klares Hand der Mitte mit beiden Händen den Ball mit. Aber das ist genau das, ist natürlich schwierig. Wir beschweren uns dann vielleicht, aber selbst in der Bundesliga mit Videobeweis haben die ja Probleme. Also dafür sind wir Sportler. Wir machen Dinge, die nicht alle passen und Schiri auch. Und das muss man als Sportler auch so anerkennen. Da geht mal hin und mal her. Man wird mal bevorteilt oder benachteiligt. Und wie gesagt, kein Vorwurf an Schiri. Aber es war ein bisschen unglücklich in der Situation. Aber ein Linienrichter hätte es vielleicht gut getan, ja. Ja, Linienrichter werden gesucht, dementsprechend wird es schwieriger, immer von Woche zu Woche, sag ich mal, faire Spiele zu zeigen, beziehungsweise sich zu belohnen. 90 Minuten sind vorbei. Mit welchem Fazit sind Sie jetzt, oder haben Sie die Mannschaft nach Hause geschickt? Es geht ja jetzt wieder richtig los, Schlag auf Schlag. Sie haben es eben angesprochen, Renan Lohn nächste Woche auswärts. Also Ihre Mannschaft wird ja jetzt nicht im Schulgang gehen können. Nein, wir haben dann ein Spiel, dass die Jungs erstmal ein bisschen enttäuscht waren, weil wir sagen, sind nicht belohnt worden für den Aufstand, den sie betrieben haben. Und wir wissen ganz genau, ich sag mal, Lohn ist natürlich mit für mich auch ein Favorit. Wenn du siehst, wie viele Spieler und was die da für ein Material haben, die haben bescheidene Mitteln, aber gut, ich sag andererseits,
Fußball muss erstmal gespielt werden. Wir fahren das Krasse aus und dann nach Lohn. Das haben wir auch schon gerade besprochen. Wir hatten gerade zusammen noch ein bisschen gegessen. Die Jungs sind jetzt gerade, laufen an mir vorbei hier, gehen jetzt nach Hause, siehst du, die senkte Kotze. Aber ich glaube schon, dass wir diese Woche wieder das positiv angehen. Und wenn wir mal nach Lohn fahren, dafür habe ich auch lange Fußball gemacht. Im Fußball ist alles möglich. Ja, die sind absolut hoher Favorit. Aber ich denke mal, die Jungs, die werden sich auch zerreißen, werden alles geben. Und nächste Woche würde bei Null starten, damit wir die nächsten Wochen, was wir wissen, die es verdammt schwer werden nach dem Auftaktprogramm, weil ich gesehen hatte, habe ich direkt gesagt, buh, das wird nicht einfach. Aber man kann jetzt von Woche zu Woche jetzt erstmal denken, aber auf die lange Sicht müssen wir jetzt gucken, solche Gegner kriegen die anderen auch. Nur das Wichtige ist, dass wir noch weiter positiv ran und sagen, wenn ich auf den Platz gehe, Jungs, müsst ihr alles geben. Und das ist das Entscheidende. Das denkt man, da kriegen wir auch hin. Herr Rothkanz, der erste Spieltag ist vorbei, die Ergebnisse liegen auf dem Tisch. Für Sie als Trainer jetzt alles so, wie man das sich so vorgestellt hat? Ja, ich sag mal, wenn ich Dirkus als Hause in Fürstenwald 5 Tore schießen, die ich Forsten nach Fürstenwald, die ich eigentlich als kompakte Mannschaft kenne, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Da schießt du nicht mal eben 5 Tore, weil es nicht wieder zustande gekommen ist, aber es ist eine kompakte Mannschaft, die auch kämpft und ackert. Da sieht man schon, das sind Ansagen, auch Birkesdorf zu Hause gewinnt, gegen Klagen Schmidt, hatte ich gelesen, ja, Kunstrasenplatz. Ich glaube, das ist dann auch keine Entschuldigung, aber das sind dann schon so Ergebnisse, wo du sagst, 5-6 Tore, das ist nicht so einfach. Ja, das ist aber, wenn jetzt Titz gegen Lendersdorf, hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so klar für Titz ist, wobei ich gesehen habe, die Titz ist wirklich eine kompakte Mannschaft, die unwahrscheinlich zweikampfstark sind, die da auch, mit der wahrscheinlich so wie es aussieht, auch oben mitmischen. Also wird schon verdammt interessant. Jetzt muss man mal gucken, wenn wir mal so 3-4 Spieltage rum haben und dann wird sich das schon so ein bisschen in die Richtung kristallisieren, dass du dann, denke mal auch, so irgendwo, ja, vielleicht so ein bisschen 2 Gesellschaften da reinkriegst. Da merkt man schon, das sind Ergebnisse, wo ich sage, ja, die Favoriten. Lendersdorf hätte, wie gesagt, mehr mitgerechnet, aber in Titz gewinnen sie auch nicht einfach. Aber den muss man halt abwarten. Erst spielt da, alle sind noch nicht so richtig in Form, man hat noch Verletzte, man ist noch nicht so richtig 100% eingespielt. Also es wird noch so 3-4 Wochen dauern und dann wird das so richtig so in die Richtung gehen, denke ich schon. Lier Schrotgrant, SC Edern, Auftakt ohne Erfolg zu Hause. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Vielen Dank und schönen Abend. Ja, danke.